Anfang stand das Toilettenpapier. Am Ende die entnervte Mutti der Nation. Genervt vom Geplapper ihrer Landesfürsten, mit der von allen Eltern mit pubertierenden Kindern sicherlich nachvollziehbaren Kapitulation. Dann macht doch, was ihr wollt. Ich habe euch gewarnt. Können wir denn nun schon Erkenntnisse aus diesen zurückliegenden, zweifelsohne besonderen Wochen ziehen? Hier sind meine. Vielleicht war es ja gar nicht die Angst der Menschen, nicht ausreichend Toilettenpapier zu Hause gestapelt zu haben, die zu den Engpässen führte, sondern nur die spontane Erkenntnis, durch die Ausgangsbeschränkungen nicht wie gewohnt ausreichend Gelegenheit zu haben, aus öffentlichen Einrichtungen, Clubs, Ferienanlagen und Betrieben für kontinuierlichen Nachschub sorgen zu können. Zugegeben, ich habe mir bisher noch keine Gedanken gemacht, wie viel Virologen ein Land braucht. Ob der Spruch, viele Köche verderben den Brei, das richtige Bild ist, kann ich auch nicht so recht sagen. Vielleicht starten wir ja künftig mit einer einfacheren Versuchsanordnung. Alle Virologen barfuß in eine finnische Sauna sperren und dort die Ausbreitung des Fußpilz erforschen lassen. Eventuell gibt es dann ja Zusammenarbeit und Annäherung bei der Interpretation der Ergebnisse. Rund 3 Wochen Ausgangsbeschränkungen, wohlgemerkt keine Ausgangsverbote, brauchte es, bis sich der Deutsche der Freiheits- und Grundrechte erinnerte und seinem Gefühl Ausdruck verlieh, derer beraubt zu sein. Vornehmlich in Foren und sozialen Medien, die Straße waren schon immer eh ein Ort für eine wenige. Ausnahmen bestätigen die Regel. Systemrelevant ist man so lange, wie man im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wendet sich die Aufmerksamkeit, grob justiert durch die Medien, anderen Dingen zu, wie zum Beispiel der eigenen Angst um den Arbeitsplatz, ist es vorbei mit Jubel und Beifall und selbst die Merci-Packungen werden wieder kleiner. Wir sind schon ganz schön deutsch. Auch schon länger nicht mehr Fußball-Weltmeister gewesen. Und Europameister wird in diesem Jahr eh keiner mehr.